So, hallo zusammen, hier ist wieder euer Spartakus und wir spielen heute eine Runde Marquis. Es läuft immer noch die Kickstarter-Kampagne für die zweite Auflage des Spiels und dazu gibt es auch eine Erweiterung für die erste Auflage, die ich hier habe. Da gibt es dann neue Icons, nämlich meines Wissens nach Gift, falsche Papiere, also falsche Ausweise und Anti-Luftkanonen, Luftabwehrraketen oder Luftabwehrkanonen. Und weitere Spare Rooms, die man bauen kann und weitere Missionen, in denen dann unter anderem eben auch Gift, falsche Papiere und Luftabwehrraketen oder Luftabwehrkanonen benutzt werden oder ausgeschaltet werden müssen. Und mit den falschen Papieren kann man, glaube ich, auch an Milizen vorbeikommen, weil man eben sich ausweisen konnte. Das ist aber etwas, was wir jetzt noch nicht haben. Wir haben hier die erste Auflage ohne diese Erweiterung. Die kommt dann wenn die Kampagne finanziert ist, und das ist sie bereits, sie ist also x-fach bereits überzeichnet. Das heißt, es sind genug Leute da, die sich für dieses Spielchen hier interessieren, die zweite Auflage bestellt haben und wird auch produziert werden. Der Verlag Sideroom Games hat sich da bisher als sehr zuverlässig erwiesen und auch die Qualität der Komponenten ist sehr, sehr gut. Ihr seht hier alleine das Moral-Tracker-Board ist doppellagig, Pappe. Die Karten haben eine sehr gute Qualität, Leinenfinish. Ich suche jetzt mal wieder zwei Missionen raus. Mal gucken, vielleicht nehmen wir eine schwere, eine leichte. Mal schauen. Nehmen wir diese schwere, diese leichte. Jawohl. Und der Rest kommt weg. Untergrundzeitung. Liefere zwei Informationen an diese Stelle und das an drei verschiedenen Zeitpunkten. Okay, wir müssen also auf jeden Fall den Informanten bauen oder immer wieder zu den Funkstationen gehen, um an die Informationen zu kommen. Und Bombe für den Offizier. Ein deutsches Flugzeug ist im Feld im Südosten gelandet. Der Pilot ist in einem Hotel in der Nähe. Eine perfekte Gelegenheit zum Zuschlagen. Du musst mindestens 5 Moral besitzen, um diese Mission auszuführen. Eine Waffe und einen Sprengstoff an diesen Ort liefern. Und bis diese Mission erfüllt ist, ist das Eastfield und das Southeast Spare Room nicht benutzbar. Das heißt, das blockieren wir einfach, das östliche Feld und der Südost. Das Reserveraum sind nicht benutzbar. Das ist nämlich das Hotel, in dem der Offizier praktisch, der Pilot, sich aufhält. Das Feld, da ist das Flugzeug gelandet, das können wir nicht benutzen. Wir können also Abwürfe von den beiden Funkstationen nur hierhin ordern. Und das heißt, da sind wir etwas eingeschränkt. Wir brauchen eine Pistole, wir brauchen Sprengstoff. Um den Sprengstoff zu holen, müssen wir auf jeden Fall den Chemiker bauen. Und den können wir nur dort oder dort bauen. Dafür brauchen wir dann Geld, 2 Geld. Das heißt, wir brauchen also 2 Geld, müssen den Chemiker bauen. Wir können den Informanten bauen, dafür brauchen wir weitere 2 Geld. Oder wir holen uns die Informationen, 6 Stück, jeweils bei den Funkstationen ab und lassen sie uns abwerfen. Abwerfen lassen können wir uns von den Funkstationen durch Luftunterstützung entweder... Ach Quatsch, die Informationen werden nicht abgeworfen, die werden von hier aus mitgebracht. So genau, die werden nämlich dann eingeholt und dann mitgebracht und abgeworfen, können auf dieses Feld dann entweder eine Waffe oder 3 Nahrung oder ein Geld. So, das heißt, ja, der Moraltracker steht auf der 6 mit 3 Gegnern, 3 Milizen, gegen die wir antreten. Soldaten sind noch keine im Spiel, die bleiben hoffentlich auch raus. Wir brauchen die Waffe, die können wir uns entweder bei der Funkunterstützung holen, per Amt werfen lassen, ich glaube, das ist das Einfachste, und wir brauchen Geld, um den Chemiker zu bauen. Und den Rest holen wir uns dann auch. Gut, also fangen wir an. Los geht's. Da geht's hin. Die Patrouille geht Miliz auf den Fans. Wir gehen zum Doktor, denn die Chemie brauchen wir, also die Medikamente brauchen wir auf jeden Fall auch, um nachher den Sprengstoff bauen zu lassen. Die Miliz geht dann auf Radio B, das ist dort, und dann gehen wir auf Radio A. Und die Miliz auf Radio B, das besetzt, dann geht sie aber zum Lebensmittelhandel. Okay, Platzierungsphase rum, Aktionsphase. Hier bringen wir
Was lassen wir uns ab? Lassen wir uns eine Waffe abwerfen? Ja, ich glaube, wir lassen uns hier die Waffe abwerfen. Kommen zurück. Ah, ist ja blöd. Das zwei Rekruten bleiben natürlich noch im Café verfügbar. Wir hatten insgesamt nur drei. So, er kommt zurück. Er bringt Medikamente mit vom Arzt und er hat die Brücke freigehalten als Rückweg. Dann räumen wir auf. Der Tageszähler geht eine weiter. Nächster Tag. Auch hier holen wir uns, wir brauchen irgendwann Geld. Das lassen wir uns vielleicht auch abwerfen. Ja, das machen wir hier. Die Miliz beim Lebensmittelhandel. Dann wieder zum Doc. Die Miliz zur Pont-l'Evêque oder Pont du Nord. Die Regel, für die, die das zum ersten Mal sehen, diese Patrouillenplatzierung erfolgt, indem wir auf den obersten Ort versuchen, eine Patrouille zu setzen. Pont-l'Evêque wäre das gewesen, hier. Die ist aber besetzt und dann wird erstmal der zweite Ort genommen, die Pont du Nord, die war frei. Wäre die auch besetzt gewesen, wäre es der dritte Ort gewesen und wäre der auch besetzt gewesen, hätte die Patrouille beim ersten Ort angefangen und dann dort unsere Resistance-Kämpfer verhaftet, unsere Marquis-Kämpfer. Okay. Ist aber hier nicht passiert. Es geht weiter. Auch hier geht es wieder zum Radio, zur Funkstation. Und wir haben Glück. Die dritte Miliz geht auch wieder zur Fence. Sehr gut. Jetzt bringen wir hier Informationen mit. Hier nochmal Medikamente. Und hier haben wir freigehalten. Wieder aufgeräumt. Nächster Tag. Jetzt werden wir zum Lebensmittelhandel gehen. Da versucht die Miliz auch hinzukommen, aber da ist Pont du Nord noch frei. Dann gehen wir zum Feld. Wir holen uns die Waffe. Die Miliz geht auf Radio A. Und dann gehen wir, ja, wo gehen wir hin? Ah, das passt. Wir gehen ins Armenviertel und die Miliz geht auf die Pont-l'Evêque. Da brauchen wir keine Angst haben, das funktioniert. So, er bringt die Waffe mit nach Hause. Ach, die zwei sind, ich lege die zwei hier mal weg. Die holen wir uns dann, wenn wir im Café Rekruten holen wollen. Das irritiert jedes Mal. So, er kommt nach Hause, hat die Waffe mitgebracht. Das heißt, wir haben die Waffe schon mal, die wir hier abgeben müssen. Uns fehlt immer noch das Geld. Er hier kommt nach Hause, bringt Lebensmittel mit. Ups, aber nur eins. Und was wir jetzt haben, ist, dass wir uns am besten. Hier kommen wir natürlich nicht an das Geld im Pur-Distrikt, aber wir können ein Lebensmittel- und ein Medikamentenpaket abgeben. Und die Moral in der Stadt erhöhen. Das machen wir mal. Dann wird aufgeräumt. Der Tag geht eine weiter und hier geht der Moralzähler wieder eine runter. So. Denn wir brauchen ja entsprechend hohe Moral, um nachher alles, um die Mission erfolgreich auszuführen. Puh, jetzt müssen wir aber langsam an dem Geld arbeiten. Das lassen wir uns auch abwerfen. Also, Pont-l'Evêque. Falsche Entscheidung. Die Miliz geht zu Radio A. Das heißt, wir müssen versuchen, zu Radio B zu kommen. Dann halten wir den Rückweg am besten offen, indem wir zum Black Market gehen. Miliz geht zur Fence und jetzt kommen wir zur Radio, also hier, da, Radio B. Und die Miliz patrouilliert beim Lebensmittelhandel. Was aber auch nicht schlimm ist, denn der Rückweg ist über die Pont-l'Evêque frei. Okay, sehr gut, das hat funktioniert. Wir lassen uns ein Geld abwerfen. Ja, genau, das geht nur hierher.
dann kommen wir zurück. Wenn ich jetzt hier ein Medikamentenpaket verkaufe, kriege ich das zweite Geld. Ich glaube, das machen wir mal. Wir müssen zwar dann die Moral wieder heben nachher, aber das kriegen wir sicherlich auch noch mal hin. Also, wenn ich schon mal hier bin, verkaufe ich ein Medikamentenpaket, bekomme Geld und leider sinkt auch die Moral nochmal auf 5. Und er hier kommt zurück. Die 3 Milizen werden wieder eingesammelt, nächster Tag. So. Wir werden... Einer geht zum Feld und holt das nächste Geld. Die Miliz patrouilliert auf der Fence. Wir brauchen, um die Moral zu heben, das können wir im Armenviertel machen. Wir setzen ihn direkt ins Armenviertel und die Miliz geht zu Radio A. Und jetzt die große Frage. Wir gehen zum Lebensmittelhandel. Wir brauchen nämlich auch Lebensmittel, um nachher wieder die Moral heben zu können. Wir haben jetzt im Moment keine Medikamente, aber das spielt keine Rolle, noch nicht jedenfalls. Und die Miliz, die letzte, geht zur Pont-l'Évêque, da spielt sie keine Rolle. Und dann geht's los. Wir werden das Geld einsammeln, sind zurück. Lebensmittel einsammeln, sind zurück. Und hier haben wir erstmal nichts. Auf geht's. Okay, nächster Tag. Jetzt müssen wir den Sperrraum bauen. Wir brauchen den Chemiker dringend. Pont-l'Évêque für den Rückweg. Pont du Nord, Doktor. Radio B. Und hier gehen wir jetzt auf den Sperrraum. Und hier geht auf den Großer. Okay, wir bauen hier gegen 2 Geld den Chemiker. Hier holen wir uns Medikamente und hier sind wir zurück. Zack, und die Moral sinkt auf 4. Wir hätten jetzt 4 Milizen zum Gegner. Und wir brauchen Moral von 5, haben aber auch die Mittel, das zu ändern, die Moral wieder auf 5 zu heben. Ich glaube, das machen wir auch. Pont-l'Évêque. Miliz auf Großer. Dann gehen wir zum Armenviertel. Dann die Miliz auf Radio A. Dann müssen wir hier neu mischen. Und vielleicht können wir 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Nee, können wir nicht. Aber wir können auf jeden Fall zum Doktor gehen. Und die nächste Miliz geht zur Fans. Und wir haben noch eine 4. gegen die wir ankämpfen müssen. Radio A ist aber besetzt. Rüberradar außen. Okay, das ist kein Problem. Hier holen wir uns Medikamente, sind wieder zurück. Hier geben wir Medikamente und Lebensmittel ab und erhöhen die Moral. Zack, zack. Moral wieder rauf. Und hier sind wir ohne unverrichtete Dinge, aber gesund wieder zurück. So, nächster Tag. Jetzt brauchen wir den Sprengstoff. Pont-l'Évêque. Schwarzmarkt. Doktor. Radio A. Und wir sind jetzt nur noch bei 3 Gegnern, weil die Moral ja wieder auf 5 ist. Ihr seht das hier. Da sind rechts unten ist die Zahl der gegnerischen Patrouillen markiert. So. Dann platzieren wir uns auf beim Chemiker. Und Großer. Das passt. Wir lassen uns für ein Medikamentenpaket eine Bombe bauen. Zack. Haben also alles für diese Mission. Das ist schon mal gut. Sind damit zurück mit dem Sprengstoff. Dann holen wir uns beim Arzt nochmal ein Medikamentenpaket und er kommt unverrichteter Dinge wieder zurück.
aufräumen, einsammeln, Tag ein weiter. Und jetzt können wir diese Mission ausüben. Was hindert uns daran? Gar nichts. Okay, dann machen wir das. Wir können unseren Kämpfer direkt dahin stellen. Die Mission wird auf jeden Fall erfolgreich ausgeführt, egal ob der Kämpfer zurückkommt oder nicht, denn das sagt uns dieses Schildsymbol hier. Und ich glaube, das müssen wir auch tun, weil diesen langen Rückweg absichern wird schwierig. Wir müssen ja jetzt auch endlich mal hinter den Informationen her. Okay, das heißt, wir setzen einen Kämpfer hier hin und die Patrouille geht auf die Fans und damit ist er verloren auf jeden Fall, aber die Mission ist erfolgreich abgeschlossen. Wie kommen wir an die Informationen? Wir setzen uns zum... Wir gehen auf die Pont-le weg und hoffen. Großer, jawohl. Jetzt ist das Problem. Gehen wir zum Radio A oder zu Radio B, um noch eine Information einzusammeln. Radio B hätte den Rückweg hier, wären zwei Felder durchzulaufen. Radio A, das wäre nur der Doktor, der uns da blockieren könnte. Wir versuchen es bei Radio A. Und in Radio B ist die Miliz. Sehr gut, das hat funktioniert. Sonst wäre sie in der Rüber-Radar gewesen, das wäre auch kein Problem gewesen. Okay, Aktionsphase. Das hier geben wir ab. Damit ist der Pilot erledigt, die Mission ist erledigt, das heißt, das markieren wir. Die beiden Sachen werden wieder frei, weil jetzt ist ja der Pilot und Flugzeug sind vernichtet durch das Bombenattentat und die Waffe. Und das Problem ist aber, dass der Milizkämpfer jetzt weg ist. Er ist verhaftet worden von der Patrouille. Er hier bringt aber nochmal eine Information mit. Und er kommt von der Pont-l'Évêque zurück. Haken dran, aufräumen, einen Tag weiter, Moral sinkt. Jetzt haben wir wieder vier Milizen als Gegner. Puh, und wir müssen Informationen abgeben und wir müssen neue Informationen einsammeln. Die Frage ist, ob wir uns dafür den Informanten bauen. Dafür brauchen wir wieder zwei Geld. Uah. Wir brauchen Unterstützung. Wir gehen zum Großer, zum Lebensmittelhandel. Radio B. Dann gehen wir ins Café. Da holen wir uns nämlich nachher einen Rekruten. Die Miliz geht zum Pont-l'Évêque. Es sind auf jeden Fall noch weitere zwei Milizen unterwegs. Wir haben aber keine weiteren zwei Kämpfer mehr. Das heißt, die ziehen wir jetzt einfach irgendwo hin. Nämlich zu Radio A, zu Pont-l'Évêque, zu Pont du Nord. Er kommt nach Hause und bringt Lebensmittel mit. Er gibt das Lebensmittel direkt wieder ab und bringt einen dritten Kämpfer mit. Damit sind wir wieder vollzählig. Wir räumen auf. Nächster Tag. So, jetzt wird es ein Problem. Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5 Tage. Brauchen aber noch 4 Informationen und müssen währenddessen auch noch Informationen abgeben. Wir können also die Rückwege nicht mehr absichern. Wir müssen jetzt auf Risiko spielen. Das heißt, Informationen sammeln hier. Radio B, Rüberradar. Zwei Informationen abgeben hier, das würde funktionieren, auch wenn der Rückweg ein Problem wird. Radio B, Großer. Das heißt, Lebensmittelladen. Noch kann er zurück. Puh. Es kommen noch zwei Milizen. Wie halte ich den Rückweg offen? Wahrscheinlich gar nicht. Ich gehe mal zu Pont-l'Évêque. Mal schauen, ob das was ändert. Fans, das ist okay. Großer Pont du Nord. Gut, nicht gut. Er kommt mit einer Information zurück.
Er gibt zwei Informationen ab, wird aber auf dem Rückweg verhaftet. Aber wir haben immerhin ein Drittel der Mission geschafft. Und er kommt zurück und hat den Weg freigehalten, was nicht viel gebracht hat. Ja, ist so wie es ist. Und wieder ein Tag verstrichen. Tja, jetzt grübel ich ein bisschen. Wir könnten natürlich jetzt, wenn es der letzte Teil der Mission wäre, dann würde ich jetzt hingehen und auf Radio B gehen und auf die Mission zur Zeitung. Dann würde ich nämlich hier die Informationen bekommen und dann hier direkt abgeben können. Und dann wäre es mir egal, ob die beiden Milizen verhaftet würden. Zumindest eine davon. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir müssen noch Informationen sammeln. Und um das zu tun, brauche ich einmal den Grocer. Bon Levesque. Und dann gehe ich zu Radio B wieder. Fans. Radio A. Und Pur District. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Er kommt zurück mit Informationen und er kommt zurück mit Lebensmitteln. Aufräumen. Neuer Tag, die Moral sinkt. Puh, das wird eng. Wie kommen wir an die Informationen ran? Wieder nur Radio B oder Radio A? Wir versuchen es mal. Pont Levesque. Patrouillenstapel neu mischen. Hier rum, am besten so rumlegen. Oh, Radio A wird uns blockiert. Nicht gut. Wir versuchen Radio B direkt. Großer wird uns blockiert. Von weg, Black Market wird uns blockiert. Damit ist er hier aus dem Spiel. Die Informationen kriegen wir auch nicht mehr. Und Radio B ist schon besetzt, Großer ist besetzt, Black Market ist besetzt, er fängt wieder oben an bei Radio B, ist also auf jeden Fall verhaftet, macht jetzt aber auch keinen Unterschied mehr. Und das waren vier, er kommt ohne irgendwas getan haben zu können zurück. Nächster Tag. Ja, ich kann natürlich jetzt hingehen und da schon mal zwei abgeben, das bringt uns aber nicht weiter. Ich muss jetzt hier hin und jetzt kommen vier Patrouillen aufs Brett. Radio B, Pull weg, Radio A und Großer, das ist alles kein Unterschied. Ich gebe das Lebensmittel ab und hole mir den letzten Rekruten rein, dann sind wir noch zu zweit. Nächster Tag. Moral sinkt und es sind nach wie vor vier Gegner. Moral ist aber auf zwei runter. Und so fühle ich mich gerade auch. Ziemlich schlecht gelaufen jetzt gerade und das ist die einfache Mission. Die schwierige haben wir immerhin geschafft. Das hilft uns aber leider nicht. Wir sind noch nicht fertig. Wir versuchen es nach wie vor bei Radio B die Informationen zu bekommen. Patrouille geht auf die Fans. Also jetzt nochmal bei Radio A die letzte Information zu bekommen. Hilft uns auch nicht. Dann gehen wir Radio rüber zur Zeitung. Dann gehen wir zum Rüberradar, die Patrouille. Ich glaube, uns läuft die Zeit davon. Rüberradar, Pur District, dahin. Und der Großer. Damit ist der Rückweg für beide abgeschnitten. Ich kann jetzt hier noch einmal die Informationen abgeben und das zweite Päckchen erledigen, werde aber auf dem Rückweg verhaftet. Er hier kommt auch nicht mehr zurück, wird auf dem Rückweg verhaftet. Das heißt, das Spiel ist leider verloren gegangen. Und zwar nicht wegen der Zeit, das hätte vielleicht sogar noch, ne, hätte auch nicht mehr gereicht, denke ich, aber wir sind vorher verhaftet worden. Tja, schade. Nichtsdestotrotz,
Wieder ein lustiges kleines Spielchen. Wieder ein bisschen Spaß gehabt. Wieder ein paar Minuten in der Widerstandskämpferei verbracht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Guckt nochmal bitte auf die Kampagne von Marquis von der zweiten Auflage, wenn ihr sie nicht schon habt, die erste. Oder wenn ihr die erste habt, schaut mal hin, ob euch die Erweiterung interessiert. Die kostet auch nur $5 plus natürlich Versand. Der kommt natürlich oben drauf. Kampagne läuft noch bis in ein paar Tagen, glaube ich. Ich lade, also heute ist der 20. Februar. Ich lade das Video vermutlich heute, spätestens morgen, aber auch hoch. Und dann läuft die Kampagne noch ein paar Tage. Verlinke ich euch natürlich. Schaut rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß bei euren anderen Spielen, was immer ihr spielen mögt. Und bleibt gesund. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Euer Spartacus.